Also ich glaube, dass Toninho in ganz Deutschland immer mehr ins Rollen kommt. Also immer mehr große Städte und Standorte verfolgen dieses Konzept. Wir sind der Vorreiter in Norddeutschland, um das Ganze groß aufzuziehen. Der Kölner Bereich zieht jetzt langsam nach. Also ich glaube, das Ganze ist gut im Rollen und wir sind da guter Dinge, dass wir bald deutschlandweit das Ganze etablieren können. Was einfach total spürbar ist, dass die Jungs nach jedem Training, nach jedem Spiel happy sind, lächelnd vom Platz gehen. Jeder schießt ein Tor, jeder kommt zu Erfolgserlebnissen, jeder hat mehr Spaß am Spiel. Und es ist ja auch so, dass beim Toninho hast du jedes Spiel, jeden Spieltag fängst du bei Null an, kannst jedes Mal wieder deine Erfolgserlebnisse sammeln und die Jungs sind einfach viel motivierter. Wir versuchen das schon häufig zu spielen. Das Konzept ist sicherlich sinnvoll und die Jungs haben natürlich viele Ballkontakte, haben ganz viele Ballaktionen und können dadurch eben auch viel lernen, schnell lernen und wollen den Kindern eben so ermöglichen, dass sie diese vielen Ballaktionen haben. Eine gute Idee, weil wir solche Spielformen, die lernen auch zu dribbeln, nicht nur einen Blickwinkel haben. Die können mehrere, weil sie sind zwei Tore, können auf links das Tor schießen und auf die rechte Seite. Alle mal den Finger hochgeben, die heute mindestens ein Tor geschossen haben.